Jedes Jahr das große Zittern. Kommt er oder kommt er nicht? Ich liebe Schnee. Es ist ein tolles Material, das sich ständig wandelt. Jedes Jahr das große Investieren. Milliarden für den Schnee von morgen. Sehr interessant. Schneekanonen kann man nie genug kommen. Absolut. Schnee, zentrale Lebensader des Landes. Ein Blick hinter die Kulissen eines Industriekomplexes. Wir sind hier die Nummer 1 der Welt geworden. Faszinierend. Da sind wir weltweit Spitze. Ein Blick auf eine Schneesaison. Der Klimawandel läuft. Da ist nichts und da wird wohl auch nichts mehr werden. Mit dem Naturschnee geht's eben leider nicht mehr. Das ist wirklich Schnee von gestern. Ein Blick auf Kunst und Natur, auf Vergänglichkeit und Zukunft. Jeder Winter beginnt im Sommer. Da verwandeln sich viele Skidestinationen des Landes in Großbaustellen. Es ist ein permanenter Wettlauf um Marktanteile, Pistenkilometer und Schneereserven. Und das hat seinen Grund. Die Bedeutung des Tourismus im Allgemeinen und die des Wintertourismus im Besonderen wird in Österreich volkswirtschaftlich dramatisch unterschätzt. Jeder dritte Arbeitsplatz in Österreich ist zumindest teilweise mit dem Tourismus verbunden. Das ist ein gigantisches Ausmaß, das in dieser Größenordnung von kaum jemandem auch so gesehen wird. Das ist der Schnee von morgen. Der Arlberg, ein Wintersportgebiet von Weltruf. Der Winter ist hier immer präsent. Weit über dem Nobelskiort Lech wird gegraben für den Schnee von morgen. Das ist ein nach Süden ausgerichteter Hang. Ist schön zum Skifahren, viel Sonne, aber braucht natürlich viel Schnee. Ein nach Süden ausgerichteter Hang braucht ungefähr das doppelte Schnee wie ein nach Nord oder Ost ausgerichteter. Zum Betrieb von einer Beschneidungsanlage braucht man einmal ein Wasserrohr. Das ganze Wasser wird vom Tal herauf gepumpt. Dann haben wir eine Druckluftleitung. Zwischen den Rohren haben wir noch ein Leerrohr. Da kann man zu jeder Zeit ein Kabel einblasen. Dann brauchen wir natürlich für die Schneeerzeuger noch die Energiekabel. Dann haben wir noch einmal für die Steuerungen von den Schneeerzeugern ein Datenkabel. Und sonst kommt der Schnee von fast alleine. Ein Kanalbau von vielen, mitten im Gebirge. Wie viele Erfolgsgeschichten ist auch die Geschichte des künstlichen Schnees eine Erfolgsgeschichte mit einem Haken. Künstlicher Schnee ist ein energieintensives, teures Produkt, das eine Folgewirkung von Schneemangel ist. Und Schneemangel ist jetzt eine Frage dessen, wofür wir denn genug Schnee haben wollen. Ja, Elli? Elli, schick eine Kanthölzer mit. Am anderen Ende von Österreich. Im Osten, dort, wo die Alpen enden. Von der Anzahl her, von den Kanonen, sind wir schon relativ gut aufgestellt. Klar, besser kann es immer sein, aber es muss ja irgendwo rechnen, auch, das Ganze. Am Fuße des Schneebergs, dem höchsten Berg Niederösterreichs, ein feines, kleines Familienskigebiet. Viel hat man in den letzten Jahren investiert, vor allem in die Technik. Die Schlagkraft oder die Anzahl der Kanonen ist alles um und auf im Skigebiet. Umso mehr Kanonen, umso besser. Wir haben fast das komplette Skigebiet mit Kunstschnee beschneit. Jede Saison ist ein Lotteriespiel. Die Prognose schaut nicht schlecht aus, weil es ist so nach alten Bauernregel ein heißer Sommer, viel Wespen, sollte ein ganz strenger, kalter Winter kommen. Ja, wir sind immer optimistisch. Das Skigebiet Unterberg, eine Autostunde von Wien. Die Talstation auf 700, der höchste Punkt auf 1300 Metern. Hier hat einst Olympiasiegerin Michaela Dorfmeister trainiert.
Ein bisschen einer oben. Oben mit einer. Na ja, und passt da. Oben geht in Richtung. Die Betreiber sind Unternehmer und Landwirte aus der Region. Das Budget ist knapp, deshalb wird selbst Hand angelegt. Passt schon, ganz gut. Man setzt auf natürliche Ressourcen. Der Wind würde sonst den ganzen Schnee in den Wald hinein transportieren und nicht da, wo man brauchen, auf der Skipiste lassen. Deswegen machen wir das. Wir sind ein Naturschneeparadies. Natürlich ist es immer ein bisschen ein Hinzittern, ein Hinwarten, bis er endlich kommt, aber ja, wir stehen dazu, dass wir uns auf den Naturschnee von oben verlassen. Nachdem wir nur mit Naturschnee arbeiten, ist es natürlich ein gewisses Risiko jedes Jahr. Keine Schneekanonen. Aber es ist irrsinnig viel Idealismus dabei, so wie wir das betreiben. Und, ja. Aber es geht. Kunstschnee kommt für uns sicher nicht in Frage. Wird das so bleiben? Die Hauptstadt ist in Sichtweite. Man setzt daher neben der einheimischen Bevölkerung auf Sportbegeisterte aus Wien und Umgebung, auf Familien und Kinder. Technisches Sicherheitsnetz gibt es keines. Fällt nicht genug Schnee, gibt's keinen Betrieb. Den neuen Folder und den Übersichtsplan. Gefällt euch das? Ja, mir gefällt, dass da steht, bei uns fällt der Schnee noch vom Himmel. Ich glaube, das trifft unser Naturschneeparadies perfekt. Sehr gut. Skigebiet ohne Kunstschnee funktioniert dann, wenn uns der Herrgott einen Schnee schickt. Und dann sind wir gut vorbereitet, dann sind wir da und dann ist es fast schon einzigartig. Ein Schuldenberg ist bei uns kein Thema. Wir haben weder teure Beschneiungsanlagen noch riesige Investitionen, die anstehen. Wir sind guter Dinge, dass uns der Herrgott auch ein bisschen mitspielt und dass wir ja, gut, sie umbringen. In den letzten 120 Jahren, seit wir Skifahren, sind die Winter auf Österreichs Bergen um etwa 1,2 Grad Celsius angestiegen. Das würde einen Anstieg der Schneegrenze um etwa 180 Meter bedeuten. Und jetzt kann sich natürlich jeder selbst ausrechnen, ein Skigebiet in Ostösterreich, das sehr niedrig liegt, da hat es natürlich große Auswirkungen, wenn die Schneegrenze um 180 Meter ansteigt. Und das ist in vielen dieser Gebiete passiert. Im Osten und Süden von Österreich haben in den letzten Jahren etliche kleinere Skigebiete den Betrieb eingestellt. Zu wenig Schnee, zu wenig Einnahmen. Die steirische Hebalm. Hart an der Grenze zu Kärnten gelegen. Flutlicht, Beschneiung, alles war top. Doch der Betrieb wurde 2015 geschlossen. Ansässige Wirte und Skiverleiher traf das unvorbereitet. Das kam für mich mehr als überraschend. Es ist eigentlich ja, ein sehr langer Lebensabschnitt, der da eigentlich einem Ende zugeführt ist oder wurde. Aber es hilft nichts. Es ist schlicht und einfach keine Zukunft. Es ist hier praktisch mit dem Lokal vorbei. Naja, es ist saisonabhängig gewesen. Aber im Grunde genommen hat man davon eigentlich leben können, wir vom Skiverleih. Das ist wirklich Schnee von gestern. Ich glaube, dass da eigentlich einigen Arbeitsplätzen ein Schnippchen geschlagen wurde. Das ist das Problem. Der Betrieb hier ist vorbei. Die Mitarbeiter, die hier für den Winter eingeplant waren, sind arbeitslos. Und selber hat man jetzt ein großes Objekt, eine Skihütte quasi an einem Berg, an dem keiner mehr skifährt. Ja, das ist eigentlich das Bitterste an der ganzen Geschichte. Der Reine ist 52.
aber halt eigentlich unvermittelbar in dem Alter für den Arbeitsmarkt, also traurig. Also, aber das sind die Geschichten, die halt das Leben schreibt und in Wahrheit, wo du als Arbeitnehmer eigentlich schlechte Karten hast. Für die Region wird das Ganze zur Katastrophe. Das sind jetzt nicht nur 6, 7, 8 Kleinbetriebe oder Mittelbetriebe, die da kaputt gehen und nicht nur 100 Arbeitsplätze, die direkt im Umfeld vom Berg beschäftigt waren, die damit verloren gehen, sondern das wird in einer Gegend wie hier, die ohne die Struktur schwach ist, in jedem Fall ein massiver Kaufkraftabfluss werden. Weil ein Plan B für den Winter, den gibt es hier nicht. Die beiden wollten das Skigebiet retten, doch die Verhandlungen mit den Eigentümern scheiterten. Dass wirklich Schneemangel und teure Schneeproduktion der Grund für die Schließung war, bezweifeln sie. Die Hebalm als Skigebiet gibt es fast 50 Jahre, oder hat es fast 50 Jahre gegeben. Da haben Kinder, 3.000, 4.000 Kinder im Jahr aus dem Großraum Graz das Skifahren gelernt. Jedes Jahr. Da hat man wirklich ja, jahrelange Tradition, jahrzehntelange Tradition und das Skigebiet. Und viele, viele Arbeitsplätze in 24 Stunden vernichtet. Traurig. Traurig für alle Beteiligten. Diese Sorgen hat man am Arlberg nicht. Hier haben wir jetzt einen von 285 Unterflurzapfstellen. Das ist der Hydrant, das heißt, da kommt Wasser. Und in diesem Schacht haben wir den Elektroanschluss für die Schneeerzeuger. Das ist der Elektroanschluss für die Schneeerzeuger. Seit 1973 wird in Lech Kunstschnee produziert. Technisch beschneit, wie man fachmännisch sagt. Schneemangel ist hier daher ein Fremdwort. Dank eines Pioniers unter den österreichischen Seilbahnbetreibern. Das sind sogenannte Propellermaschinen. Und das ist eine bodennahe Druckluftkanone der Type Arlbergjet. Und die hat unser Chef entwickelt. Die Medien haben ja den Titel Schneepapst oder Herr Holle oder Lord Snow dergleichen verliehen. Unser Chef ist einfach der Schneepapst. Ein Ehrentitel sozusagen. Honoriert den Einsatz der Skilifte Lech und von mir persönlich um die Beschneiung. In früher Jugend hat er schon gesagt, in Lech braucht man Schneekanonen, ist natürlich damals sehr belächelt worden. Das ist mein Baby, patentiert weltweit, vor allem auch in Nordamerika, der Arlbergjet. Ist ein Oldtimer, aber funktioniert nach wie vor problemlos. Die hat exklusiv die Olympiade in Calgary 1988 beschneit, da ist der Wassereintritt, da ist der Lufteintritt, Druckluft. Und vorne bei den Frontdüsen kommt der Schnee heraus. Wirklich ein Baby, ja. Mein Baby. Ist immer noch ungeschlagen. Die Konkurrenz versucht immer wieder, es zu kopieren, gelingt ihr aber nicht. Jahr für Jahr wird in die Beschneiung investiert. Das Ding da kostet 13.600 Euro. Nur das Ding alleine. Das ist das Herzstück unserer Schneeanlage, der Schneeanlage Lech, die Hochdruckpumpstation. 1982 musste ich diesen unterirdischen Keller schon bauen. Ich wusste, wir brauchen eine große Pumpstation, ausreichend für alle Ausbaustufen der Zukunft. Wir haben da hinten auch eine moderne Entkeimung. Das heißt, unser Wasser ist absolut keimfrei. Und niemand kann behaupten, er bekommt Husten, weil er diesen Schnee im Gesicht hat. Ich wurde belächelt, österreichweit belächelt, weil alle behaupteten, auch die maßgeblichen Skigebiete, man könne sich das nicht leisten. Sie hatten an sich recht, Schnee machen ist sehr teuer. Aber man braucht es, ob man es sich leisten kann oder nicht. Man hat es sich zu leisten, wenn man den Skibetrieb garantieren will. Wir gehen natürlich schon mit der Natur sehr sorgsam um. Das ist auch wichtig.
schaut die Sache so aus, wir haben die Wasser- und Druckluftrohre verlegt, die Kabel haben wir auch verlegt und jetzt schütten wir den Graben wieder zu. Und als letztes wird dann der Humus aufgetragen. Das ist immer wichtig beim Humusieren. Und nächstes Jahr sieht man dann überhaupt nichts mehr von der Baustelle. Jedes Jahr im Herbst kommen sie aus den Garagen hinaus auf Wiesen und Berge. Egal ob in den kleinen Skigebieten im Osten oder den Skiwelten im Westen. Zigtausende sind es mittlerweile. Wir müssen sicherstellen, dass der Saisonstart funktioniert und wir die Saisonszeit durchhalten. Gastronomie, Skischule, Skiverleih etc. müssen sich auf uns verlassen können. Die Schneekanonen von der Mülls starten auf einer Höhe, wo in manchen Orten bereits die Bergstation angesiedelt ist. Das Vorarlberger Dorf liegt auf 1400 Meter Höhe. Der Mülls hängt zu 110% am Winterbetrieb an der Piste. Also ohne Skifahrer, ohne Schnee ist hier nichts. Das Leben hängt im Bergdorf vom Winter ab. Der Tourismus hat Menschen, Lifte, Straßen und Geld in das einst abgelegene Dorf gebracht. In der Gemeinde der Mülls haben wir 1869, als die ersten Bevölkerungszählungen durchgeführt worden sind, haben wir eigentlich eine sehr hohe Bevölkerung von 400 Dorfbewohnern, die sich dann bis in die 1920er Jahre um die Hälfte reduziert. Also Sie müssen sich vorstellen, 50% der Bevölkerung wandert dort ab. Zurück bleiben 200 Menschen und vor allem sind das ältere Menschen, die nimmer abwandern können oder nimmer wollen, und die Kinder. Das ist natürlich für eine Gemeinde katastrophal. Als dann die ersten Wintertouristen auftauchten, sieht man sehr schön Mitte, Ende der 20er Jahre, Anfang der 30er Jahre, wie sich diese Abwanderung beginnt zu stabilisieren. Und 1945, als dann die ersten Skilifte gebaut wurden, kommt es dann zu einem richtigen Bevölkerungswachstum eigentlich. Schnee bedeutet Wohlstand. Er ist zum Geschäft geworden. Großes Skigebiet hat große Pläne. Und das Geschäft fordert Investitionen jedes Jahr, um konkurrenzfähig zu bleiben. Das Herz unserer Schneeanlage ist der Beschneiungsteich. Er fasst etwas über 100.000 Kubikmeter auf einer schönen Seehöhe von 1850 Meter. Unsere Recyclinganlage. Speicherteiche sind eine gute Idee. Früher hat man ja versucht, das fließende Wasser zu nehmen und dabei alpine Bäche trockengelegt. Aus ökologischer Sicht eine Katastrophe. Die Recyclinganlage, das klingt zwar blöd bis Schnee, aber es ist so, da wird das ganze Schmelzwasser vom oberen Skigebietsbereich wird da aufgefangen im Frühjahr. Und mit dem Wasser machen wir dann die Grundbeschneiung. Der Speicherteich als solcher ist eine ziemliche bauliche Intervention in ein fragiles Ökosystem. Früher waren es nur die Parkplätze, jetzt sind es Parkplätze mit Speicherteichen. Das ist alpiner Flächenverbrauch. Das kann man nicht einfach nur positiv sehen. Unser Schneelieferant, der Petrus, ist nicht immer so verlässlich, was den Zeitpunkt anbelangt. Und da müssen wir uns selber weiterhelfen. Und weiters bitte, sehr bemerkenswert, der Mülls ist das schneereichste Dorf der Welt. Hinter Stoder, ein klassisches Tagesskigebiet. Man lebt von Kunden aus Oberösterreichs Städten. Es hat die letzten zwei Tage natürlich ein bisschen schon angezuckert, angeschneit. Wichtig für die Stimmung, dass man wieder sozusagen den Winter in Erinnerung bringt. Es ist zur rechten Zeit. Wir freuen uns. Momentan läuft schon ganz gut an den Kassen. Der Winter kann kommen. Von 600 Meter Tallage hinauf auf 1850. Ein Investor hat in den letzten Jahren für Schneesicherheit gesorgt. Millionen Euro stecken unter der Erde.
Wir haben in Hinterstoder 350 Schneeschächte und 170 Schneelanzen und 70 Schneekanonen. Wir sehen hier unsere Hauptpumpstation mit unserer Kühlturmanlage. Das heißt, ich kann da bei minus 2 Grad auch schon effizient beschneien. Da waren die Kühltürme schon auch ein Garant oder ein Erfolgsgeheimnis, dass wir in einer Woche sozusagen einen ganzen Berg kurzfristig zuschneiden können. Ja. Man sieht im Sommer ein Riesenhighlight und im Winter eigentlich unser Herz der Beschneiungsanlage. Aus diesem Teich können wir bis zu 200 Liter pro Sekunde Wasser entnehmen und sehr effizient beschneien. Der Speicherteich ist ein Bauwerk, das für Jahrhunderte bestehen bleibt. Wir haben hier am Berg kein Wasser, es ist hier ein Karststock. Das heißt, wir müssen das Wasser vom Tal über 3 bis 4 Pumpstationen auf diese Höhe pumpen. Dann ist es klar, dass wir uns das einfach nicht mehr leisten werden können, weil Wasser ein wirklich knappes Gut ist. Das machen wir im Frühjahr bei Schneeschmelze. Wenn die Steier Hochwasser führt, werden die Teiche in rund einem Monat befüllt. In Frankreich hat es schon ganz andere Auswirkungen. Also dort tritt die Bewirtschaftung von Skigebieten in Bezug auf die Beschneiung schon in direkter Konkurrenz auf zur Landwirtschaft. Weil eben viel weniger Wasser abfließt, weil Schmelzwasser im Gebirge zurückgehalten wird. Und dieses Wasser fehlt dann natürlich dann in den unteren Talregionen. Da schwimmt einer. Wir haben in Österreich bis zu 460 Schneiteiche. Das heißt, um hier schnell Qualität auf den Pisten herzustellen, war das ganz, ganz wichtig, dass jedes größere Skigebiet eigentlich in Österreich zwischenzeitlich mehrere Teiche bauen durfte. Und da sind wir weltweit Spitze. Muss ich sagen, dass diese Qualität hergestellt wurde und dass wir eigentlich sagen können, wir sind hier die Nummer 1 aus der Welt geworden. Österreichs Bergwelt würde heute wahrscheinlich anders aussehen, ohne den Pioniergeist des sogenannten Schneepapstes. Das ist die Auffahrt zu unserer Alm. Hier sind 75 Jahre Massenskilauf über die Wiesen gegangen. Wunderbare, artenreiche Mähwiesen. Beschneiung hat nicht geschadet, im Gegenteil. Sie hat die Vegetation geschützt. Und ist natürlich Basis für unser Skigeschäft. Die Virginia ist mein Markenzeichen. Das ist der Ortsteil Oberlech. Tolle Hotellerie. Alles erschlossen durch ein unterirdisches Tunnelsystem. Im Winter autofrei. Rechts und links unterirdische Garagen. Über uns drüber die Skipisten. Lech am Arlberg ist in ganz vielen Belangen der Pionier. Und das ist aus umwelthistorischer Perspektive insofern interessant, weil man an solchen Pioniergemeinden auch sieht, was technologisch zu einem bestimmten Zeitpunkt denn überhaupt da möglich ist. Es ist kein Zufall, dass die ersten Beschneiungsanlagen gerade in Lech am Arlberg errichtet werden. Das hat was damit zu tun, dass die Skigebietsbetreiber dort schon sehr früh international vernetzt waren. In amerikanischen Skigebieten gehört es schon seit den 50er Jahren zum Standard, dass man Skipisten beschneit hat. Die Laien meinen, wir tun nichts als Lifte laufen lassen und Geld zählen. Es wird völlig vergessen, dass wir sehr viel Geld ausgeben für den Betrieb, zum Beispiel Lech-Zürs. Größenordnung 6 Millionen Euro jeden Winter für die Beschneiung. Das ist ein Haufen Geld. Da muss man viele Skipässe verkaufen, bis man das Geld einmal hat. Jährlich 6 Millionen Euro für die Beschneiung. Das entspricht dem Wert von etwa 120.000 Tageskarten. Gleich kommt links ein Knotenpunkt für die Schneeanlage und Stromversorgung. In den Hang hineingebaut.
alles verkabelt, alles unterirdisch, nichts zu sehen, wie es sich gehört in der Natur. Denn wir leben in der Natur und wir wollen auch eine gut erhaltene Kulturlandschaft unseren Gästen zeigen. Vor 2 Monaten haben wir dann noch große Baustelle gehabt. Jetzt ist alles fertig humusiert und eingesät. Man sieht, dass der Grassamen schon aufgeht. Und nächstes Jahr um die Zeit sieht man von der ganzen Baustelle gar nichts mehr. Trotzdem würde ich sagen, in großen Höhenlagen, also wenn jetzt angefangen wird, eben in sehr großen Höhenlagen Schnee zu machen, dort ist die Natur noch mal empfindlicher. Dort wachsen Kabelgräben in 30, 40 Jahren erst zu, dass man da sehr vorsichtig sein sollte. Das sind etwa 60.000 Kubik Material von links nach rechts in eine tiefe Mulde hineingeschoben worden, war früher sehr gefährlich. Ein Lawinenhang, den haben wir auf die Art entschärft und eine breite Skiabfahrt bekommen. Alles, was wir auf 1000 Höhenmeter machen, ist für die Natur reparabel. Je weiter wir hochkommen, desto gravierender. Wir haben das wieder begrünt mit bodenständigem Saatgut. Man sieht heute nicht mehr, dass dort Erdbewegungsmaschinen waren. Wurde perfekt gelöst, geologisch stabil. Ein guter Teil vom Skigebiet von Lech. Wieder Begrünung ganz anderer Art. Dort, wo niemand mehr ins Tal schwingt. Im Nordosten der Steiermark gibt es etliche Gebiete, in denen noch vor ein paar Jahren begeistert über die Hänge gekarft und gerutscht wurde. Aber es gibt auch Gegenbeispiele. Der ehemalige Hüttenwirt und der Skiverleiher der Hebalm sind ins Seilbahngeschäft eingestiegen. Die Lammeralm soll wieder in Betrieb gehen. Neue Pläne. Es geht jetzt das Ganze wieder mit neuen Plänen, neuen Schwung, neuem Elan und mit neuer Alm bei uns weiter. Wir vertrauen da auf unsere Pläne, auf unsere Konzepte. Und ja, absolut optimistisch. Es muss funktionieren und wird funktionieren. Die Lammeralm wird es noch einige Jahre geben. Und da den Schnee. Na ja, na, können wir wirklich zufrieden sein. Passt, perfekt. Warum soll man jetzt in die Panik verfallen? Es wird keinen Schnee mehr geben, es wird keinen Winter mehr geben, alles wird warm und zum Skifahren ist Schluss. Na, wir nicht. Klimaerwärmung ja, aber zum Skifahren müssen wir noch nicht aufhören. Das Überleben der Kleinen hängt auch von den lokalen Klimabedingungen ab. Die Schneekanonen kann man nie genug haben. Aber es ist halt alles eine Kostenfrage. Die letzten 5 Jahre waren sehr mühsam. Also da haben wir gehabt im Jänner mal 18 Grad plus. Der Schneeberg in Niederösterreich ist unberechenbar. Oben auf 2000 Metern eisig, im Tal frostig. Nur bei der Liftstation ist es oft warm. Betriebsleiter Eibel braucht jedes Jahr starke Nerven. Denn er hat schon viel erlebt. 2005 haben wir die Sesselbahn da neu gebaut. Und 2006 sind die Pisten rekultiviert worden, also gefräst und angebaut mit Grassamen, dass wirklich wieder schön werden. Und da haben wir leider im August ein ganz schweres Unwetter gehabt. Da hat es uns eigentlich die ganzen Pisten abgeschwemmt. Das ganze Material ist am Parkplatz unten von der Sesselbahn gelegen. Da sind ein paar tausend Kubikmeter Material gelegen. Ein Auto war eigentlich nur mehr das Dach zum Sehen. Es gibt halt immer wieder Rückschläge. Aber wir sagen immer, es muss vorangehen, weitergehen und wir machen das Beste draus. Während man im Osten allmählich startklar wird, zeigt sich der Arlberg bereits wie im Werbeprospekt. Einige kalte Tage und es ist weiß. Der Wintertraum ist wahr geworden. Zurzeit läuft es natürlich sehr gut. Wir haben ein bisschen Naturschnee gekriegt. Ich liebe Schnee, egal wie Schnee. Jetzt haben wir die zweite Schneinacht.
ist ein tolles Material, das sich ständig wandelt. Optimale Bedingungen, Schneeleistung momentan ca. 35 Kubikmeter Schnee pro Minute. Sehr interessant. Und Windstille. Perfekt. Faszinierend. Wir rechnen pro Kubikmeter Schnee ca. 5 Euro. Pro Saison machen wir ca. 400 bis 600.000 Kubikmeter Schnee. Also die Kosten sind schon enorm, ja. Etwa 3 Millionen Euro für die Erzeugung von Eiskristallen. Ein paar Minusgrade und sie werden im ganzen Land produziert. Haufen aus hartem, festem Schnee entstehen und daraus wird später eine Piste. Der Unterschied zum Naturschnee ist natürlich, der Maschinenschnee ist ja viel mehr verdichtet. 20 bis 25 cm Maschinenschnee entspricht einem Meter natürlich gefallenen Schnee. Der Naturschnee nur ein Werbemittel. Für die Optik natürlich eine super Sache, aber der Schein trügt. Der Naturschnee, der ist Mickey Maus, die paar Zentimeter. Wenn man die zusammendrückt, bleibt fast nichts übrig. Mit der Pistenmaschine zum Präparieren ist das noch zu wenig. Man muss wissen, dass man Schnee auf ein Fünftel zusammendrückt, seiner Höhe, wenn eine Pistenmaschine drüber fährt. Da würde man mit den Raupen auf den Boden durchkommen und die Grasnarbe beschädigen. Unter 2 Meter im Skigebiet sind wir nicht sonderlich erfreut. Und dann haben wir, wenn wir Glück haben, 40 cm Piste. In den kalten Herbsttagen leeren sich die Speicherteiche des Landes rapide. Dann verwandelt sich das Schmelz- und Flusswasser. In den 70er Jahren sorgte das noch für Aufregung. Ich hatte am Anfang ja zu kämpfen, weil Lech Schneekanonen nicht wollte, Beschneiung nicht wollte. Der Bürgermeister, der Skischulleiter, die waren scharfe Gegner von diesem modernen Zeug. Aber die Lecher haben sie inzwischen ja verstanden. Dass nämlich Skilauf eben Schnee verbraucht. Auch viel Naturschnee genügt nicht beim Massenskilauf. Das ist die Erfindung vom Schneepapst, der Alpacat. Wie man sieht, funktioniert super, macht viel Schnee. Einen gewissen Geräuschpegel braucht's. Laut ist es schon, ja. Die setzt man hauptsächlich in unbewohnten Gebieten ein. Die kann man rund um die Uhr in Betrieb halten, auch wenn der Ort belegt ist. Eine Woche Minusgrade sichert Arbeitsplätze und Wohlstand. Ganze Bundesländer abhängig von Schneeflocken. Schnee ist ja nicht gleich Schnee. Der Schnee unterliegt einer permanenten Metamorphose. Er fällt, dann ist er Pulverschnee. Dann friert es in der Nacht, dann wird er zu harsch, er verdichtet sich. Dann läuft man drüber, dann verdichtet er sich stärker. Dann kommt eine Föhnperiode, dann wird Eis draus. Das heißt, wir haben einen Rohstoff, eine Ressource, die sich permanent verändert. Das ist natürlich gar nicht im Sinne eines Skigebietsbetreibers, weil ein Skigebietsbetreiber braucht im Wesentlichen eine stabile, vorhersehbare Schneedecke. Das ist gerechtfertigt von der Dimension. Die größten Skigebiete Österreichs haben 1000 Schneeerzeuger oder mehr, weil man heute die Saisonzeiten garantieren muss. Die Kanone läuft jetzt rund um die Uhr, also 24 Stunden im Betrieb. Wenn man ehrlich ist, dann gäbe es seit 10 Jahren in keinem österreichischen Skigebiet durchgehend Skibetrieb ohne Beschneiung. Österreich hängt tourismuswirtschaftlich längst vom Kunstschnee ab. Ohne diesen künstlich erzeugten Naturschnee wäre die Wintersportart Skilauf und damit das Winterurlaubsangebot gar nicht mehr möglich.
Kurz vor Saisonstart wird aus den harten Kunstschneebergen ein weißes Band. Im Vorarlberger Damüls ist es meist gar nicht sichtbar, weil Naturschnee darauf fällt. Also wir sind eine schneereiche Gegend. Das beweist der Titel, das schneereichste Dorf der Welt. Dann haben wir nicht zufällig, sondern weil wir einfach sehr viel Schnee kriegen. Eine Neuschneemenge von weit über 9 Meter pro Jahr. Fast überall im Alpenraum sind die Winter auf den Bergen in den letzten 30 Jahren kälter geworden. In den letzten 30 Jahren haben sich die Schneemengen auch nicht großartig verändert. Das hat uns Petrus beschert. Wir freuen uns darüber und bestätigt, dass wir einfach für den Winter, für den Wintertourismus ein optimaler Ort sind. 9 Meter Naturschnee pro Jahr, das schneereichste Dorf der Welt und dennoch Pisten aus Kunstschnee. Ohne dem geht es absolut nicht, nein. Wird heutzutage in einem modernen Skigebiet einfach vorausgesetzt. Der Naturschnee ist für Seilbahnbetreiber noch immer ein Risikofaktor. Da ist der Petrus ein bisschen schuld, ist ein schlechter Lieferant vom Timing her. Mit den Lieferzeitpunkten vertut er sich manchmal, darum müssen wir mit der Beschneidungsanlage dazuhelfen. Vielerorts wird mit mobiler Schneehöhenmessung gearbeitet. Man weiß stets, wie viel weiße Masse sich unter der Raupe befindet. Man versucht, den Schnee zu manipulieren und immer stärker anzupassen an die Bedürfnisse des Skigebietsbetreibers. Dieser verdichtete Schnee, der beeinträchtigt die Vegetation, weil er zu einer Wintersaisonsverlängerung führt. Das heißt, die Wachstumsphasen der Vegetation, die sind deutlich verkürzt. Die Bodenregeneration wird dadurch auch beeinträchtigt, was so viel bedeutet wie über lange Zeiträume betrachtet, schrumpft der Bodenhorizont. Das heißt, der Boden verschwindet. Ohne Beschneiung kann der Skibetrieb nicht sichergestellt werden. Und ein Ausfall des Skibetriebes ist für den Wintertourismus in Österreich natürlich fatal. Mit einer Teichfüllung müsste man fertig sein herum. Hinterstoder geht Ende November 2015 noch vor Lech und Damüls in Betrieb. Dank des Investors, der in den letzten Jahren Millionen in das Beschneiungssystem investiert hat. Das oberösterreichische Tagesskigebiet ist jetzt wie die ganz Großen ausgestattet. Geht nicht schlecht, gell? Grüß dich, servus. Grüß dich. Wir haben vor einer Woche begonnen, die Beschneiung zu starten. Haben glücklicherweise auch Naturschnee dazu bekommen, aber in Summe 250 Kanonen und Lanzen haben. Und natürlich, und das muss ich sagen, ein tolles Team hat hier diese Arbeit gemacht. Heute sieht man das tolle Ergebnis. Die meisten Leute behaupten, dass sie den Unterschied zwischen Kunstschnee und normalen Schnee kennen auf den Pisten. Aber de facto gibt es kaum noch Pisten, wo nicht beschneit wird. Man hat immer eine Mischung aus Kunstschnee und Naturschnee. Der Konsument ist ein bisschen, sag's es mal vorsichtig, schizophren. Wann haben Sie zum letzten Mal einen richtigen Riesenkratzer im Ski gehabt? Wann haben Sie sich das letzte Mal die Skier ruiniert? Unsere Ansprüche an eine Piste sind viel höher als vor 30 Jahren. Wenn Sie Leute auf Kunstschnee ansprechen, sind sie extrem negativ eingestellt. Auf der anderen Seite erwarten Sie eigentlich perfekt präparierte Pisten, erwarten Sie eigentlich auch den Winter auf Knopfdruck. Wir haben 30, 40 cm kompakte Pistenflächen, die sind wie Autobahnen präpariert jeden Tag. Heute, wenn Sie Abbrechflecken auf der Piste hätten, dann hätten Sie einen Shitstorm. Ich fürchte mich schon wieder, wenn wieder Winter kommen, wo jeden Tag 20, 30, 40 Zentimeter Neuschnee sind, wo die Leute sagen, ihr präpariert es nicht und die Piste ist nicht so schön und nicht so kompakt, aber das ist die Natur. Die Männer, die den Schnee erzeugen, sitzen heute hinter Computern.
Jede einzelne Kanone und Lanze wird ferngesteuert. Nur wenn es zu warm wird, schalten die Maschinen automatisch ab. Da haben wir eh schon. Wie lange haben wir noch Wasser? Großen Teich um. Vollbetrieb wurde jetzt gerade auch gemacht. Das hat bei mir aufgibt, wird man im Dorf, gell? Ja. Das geht nicht, nur gemeinsam. Geht nicht, gibt's nicht. Geht nicht, das ist unser Spruch bei den Schneider. Irgendeine Lösung gibt's immer. Das, was als Naturerlebnis angepriesen wird und was seit den 30er Jahren massiv ideologisch als Freiheit in der Natur überhöht wird, ist eigentlich ein völlig künstliches Erlebnis. Im Osten Österreichs schaut es zu dieser Zeit noch ganz anders aus. Dabei hat man auf der steirischen Lammeralm, so wie in vielen anderen Gebieten, die Schneekanonen bereits angeworfen. Ein paar Nächte war es kalt, aber dann war der vermeintliche Winter wieder weg. Da war schon ein bisschen mehr da. Das waren nicht Häufchen, das waren schon mal ein Haufen. Das ist halt wirklich so in die berühmte Luft geschossen, das Ganze. Ich meine, jede Nacht Beschneiung kostet Geld. Und wenn das dann in einer grünen Wiese endet, ja, es geht aufs eigene Geldbeutel. Solange wir so ja, fast frühlings- oder herbsthafte Temperaturen bzw. Sonne haben, ist es natürlich ein bisschen schwieriger. Wichtig ist, dass man zum Fahren kommt. Im Prinzip ab 26. Dezember ist fast ein Muss, dass man im Betrieb ist. Und da haben wir nur 3 Wochen. Es muss einmal kälter werden, dann haben wir das weiße Bandel. Und wenn ein Naturschnee auch dazukommt, dann haben wir auch die Winterlandschaft und dann haben wir schöne breite Pisten, wie es gehört. Und da bin ich zuversichtlich. Im Naturschneeparadies in Niederösterreich, dem Unterberg, noch immer Herbststimmung. Es geht uns gut. Wir sind startbereit. Es fehlt uns halt nur das Wesentlichste, der Schnee. Dort, wo der Schnee noch vom Himmel fällt, ist Warten angesagt. Kommt der Schnee, dann wird man selbst präparieren, an der Kasse sitzen, Glühwein ausschenken. Vom Naturschneekonzept sind die Betreiber felsenfest überzeugt. Beschneiung, undenkbar für uns, kann nicht funktionieren. Das kommt wahrscheinlich in 20 Jahren einmal vor, dass es Sinn gemacht hätte. Also ich glaube, wirklich aus Überzeugung, dass kleinen Gebieten wie uns mit Naturschnee besser gehen wird als jenen, die auf Kunstschnee setzen. Wir müssen am Schnee warten. Das kostet noch nichts. Einen Tag vor Weihnachten. Beim Schneeberg vom Winter keine Spur. Dabei war er schon einmal da. 23. bis 28. November haben wir geschneit. 55 Stunden. Da hat es schon ein bisschen besser ausgeschaut. Das sind jetzt eigentlich nur ein paar kleine Schneeflecken überblieben. Wir haben 6000 Kubikmeter Wasser verschneit schon. Es hat auch ein bisschen Naturschnee dabei gehabt, also es hat schon winterlich ausgeschaut. Aber jetzt haben wir eigentlich schon fast Frühjahr. Wenn es so weitergeht, möchte ich nicht daran denken, wie es dann ausschaut in 3 Jahren, ob ich dann auch noch da stehe. Oder ob das dann schon im Winter vielleicht zugesperrt wird, das kann man schwer vorhersehen. Wir machen jetzt Wanderbetrieb und hoffen, wenn schon kein Schnee ist, dass es ein schönes Wetter ist, dass Wanderer unterwegs sind und ein bisschen ein Leben reinbringen bei uns. Wenn es kalt wird, schneiden wir wieder. Der Schnee, er fehlt.
Und Weihnachten kommt wieder einmal zu früh. Wir glauben, dass zu Weihnachten immer Schnee liegen muss, dass es kalt sein muss. Und wenn man abends dann nach der Bescherung aus dem Fenster schaut, dann müssen die Schneeflocken fallen. Das ist ein völlig romantisiertes Bild, das mit den amtlichen Messdaten nichts zu tun hat. Weihnachten liegt halt falsch. Weihnachten liegt nicht falsch, aber Tatsache ist, dass zu Weihnachten in ganz Europa Ferien sind. Die Weihnachtssaison, die klimatologisch sehr ungünstig fällt, weil sie am Anfang des Winters ist, die ist betriebswirtschaftlich und volkswirtschaftlich extrem wichtig. Es bedeutet einfach fast die Hälfte des Winterbetriebs. Und das zeigt die Bedeutung. Und das ist der Grund, warum viele Skigebiete 1000 Schneekanonen haben und jetzt beginnen, Schneedepots zu machen. Und das liegt daran, dass im Wintersporttourismus derzeit viel mehr Kapital investiert ist als noch vor 30 Jahren. Es gibt ein freches internationales Paper, dass man eigentlich das Klimawandel schon lösen könnte im Bereich Skisport, wenn man einfach nur Weihnachten auf Ostern schiebt. Ostern ein bisschen früh und dann Weihnachten drauf und dann wäre eigentlich schon das Hauptproblem gelöst. Aber das ist eine rein hypothetische Überlegung, die uns nicht weiterbringt. Es schneit auf der steirischen Lammeralm erstmals richtig. Bis jetzt nur Ausgaben, keine Einnahmen, keine einzige Betriebsstunde, von einem Weihnachtsgeschäft keine Spur. Von gestern auf heute hat es ca. 10 cm geschneit. Das ist die meiste Menge des heurigen Winters. Diese Skigebiete leben sehr stark vom Geschäft um Weihnachten herum. Das ist ja sozusagen die Kernzeit und wenn man hier Ausfälle hat, kann man das später nicht mehr aufholen. Dann können wir eigentlich die Beschneiung starten. So schneien kann es eigentlich immer. Dann hätten wir ein paar Probleme weniger. Jetzt sind wir wirklich ganz knapp davor. Also morgen soll es losgehen. Und jetzt unternehmen wir halt alles Mögliche, damit wir das auch mit vernünftigen Pisten machen. Die Quereinsteiger ins Seilbahngeschäft kämpfen mit unwilliger Natur und mangelnder Technik. Der Speicherteich, eigentlich ein Planschbecken, ist schnell leer. Deshalb Tankwagen und Feuerwehreinsatz. Man kann Kunstschnee billiger produzieren, als wir es jetzt und heute hier tun. Ganz klar, nicht billig. Der Skiverleih ausgestattet für einen Massenansturm. Die Beschneiungsproblematik hat man scheinbar unterschätzt. Uns fehlt eigentlich, was noch für diesen Berg eigentlich wichtig ist, die Kompetenz. Die Kompetenz in der Kraft. Wir haben uns ein bisschen verkleinert, he? 15 neue Kanonen zum Beispiel, 6 haben wir schon mittlerweile, aber 15 neue, das wäre es eigentlich. Wir müssen in der Beschneiung schlagkräftiger werden. Also keine Panik. Das Crash-Szenario kann man leicht beschreiben in der Tatsache, dass vermutlich der Klimawandel fortschreiten wird. Also meiner eigenen Jugend und in meinem jetzigen Alter kann ich sagen, dass sich die Schneesicherheitsdecke in Richtung 2000 Meter Höhen bewegt und daher Skigebiete, die unterhalb dieser Höhenlage liegen, noch mehr technisch beschneiden müssen, noch mehr Kosten investieren müssen und daher wahrscheinlich an die Grenzen der Finanzierbarkeit der Kunden stößt. Endlich. Am Fuße des Schneebergs Liftbetrieb. Zumindest für die Kleinen, die Kunden von morgen. Zu Silvester war alles grün, jetzt aber hofft man auf die Semesterferien. Super. Das Schönste, was es für einen Betriebsleiter gibt. Minus 4 Grad, starker Schneefall. Herrlich. Etwa 60 Betriebstage sollten es sein, um kostendeckend zu wirtschaften. Das wird knapp, wie immer. Ja, es geht jetzt bergauf. Er sagt jetzt extreme Temperaturen an bis minus 10 Grad, auch untertags. Und seit gestern am Abend haben wir die Kanonen einschalten können und laufen jetzt durch.
16. Jänner heute, aber leider genau einen Monat zu spät für einen optimalen Saisonstart. In ganz Niederösterreich ist es eine schwierige Saison. Am Unterberg, dort wo man auf den Schnee von oben angewiesen ist, ist die Saison bereits vorbei, obwohl sie noch gar nicht angefangen hat. Ein Totalausfall. 3 Totalausfälle sind angeblich wirtschaftlich verkraftbar, sogar einkalkuliert. Ganz knapp vor dem Aufsperren war der Schnee wieder weg. Und was jetzt liegt, ist unbrauchbar. Also mit einem Betrieb momentan undenkbar. Leider Gottes, mit dem Wärmeeinbruch haben wir alle miteinander nicht gerechnet. Und jetzt dann wird es natürlich mit den Semesterferien auch nichts. Tut natürlich aus wirtschaftlicher Sicht sehr weh, das ist keine Frage. Aber ja, wir können es nicht ändern, wir können es nicht beeinflussen. Andererseits hofft man immer wieder, dass sie auch einmal Meteorologen täuschen könnten. Aber es ist halt in Zeiten wie diesen sehr selten der Fall. Es tut weh, ganz offen und ehrlich gesagt. Und unsere Rechnung schaut heuer auch nicht lustig aus und nicht schön aus. Und wir werden nicht aufgeben. Also es wird uns auch weiterhin geben. In den 70er Jahren hat jede Gemeinde einen kleinen Lift gehabt. Das war irgendeine primitive Seilwinde, aber man ist überall Ski gefahren. Und das ist heute ja schon bei Weitem nicht mehr der Fall. Da ist einfach ein kontinuierlicher Bereinigungsprozess im Laufen, der sicher weitergehen wird. Der Klimawandel läuft. Saisonhöhepunkt in Hinterstoder. Der Weltcup-Zirkus macht Station. Gleich 3 Rennen gibt es. Man ist eingesprungen. Woanders gab es nicht so viel Kunstschnee. In Oberösterreichs kleinen Skigebieten schon gar nicht. Der Winter war nicht ganz einfach. Als Fachgruppenobmann habe ich da schon das weinende Auge, muss ich sagen, dass Skigebiete unter 1000 Meter heuer nur wenige Tage in Betrieb waren. Ich glaube, da waren es maximal 5 bis 15 Tage. Und die ohne Beschneiung, muss man sagen, sind eigentlich kaum gefahren oder gar nicht. Peter, hallo. Auch der eigentliche Chef, der Investor, schaut heute vorbei. Er hat viel Geld in mehrere mittelgroße Skigebiete investiert, etliche in durchaus schwierigen Lagen. Er ist weltweit unterwegs, gut vernetzt, mit Lokal- und Bundespolitikern. Ihm hat Hinterstoder viel zu verdanken. Nicht nur Weltcuprennen auf pickelhartem Maschinenschnee. Peter, grüß dich. Ist lang gestaut rein, oder was? Niemand kennt und dominiert das Skigeschäft wie er. Heuer war es sehr schwierig, ne? Es war sehr viel Wind und da wäre es bald gewesen, sodass uns auch der gemachte Maschinenschnee davongekommen wäre. Aber ohne Beschneiung hätte man da kein Rennen. Aber hätte man keine Publikumsskilauf, muss man ja sagen. Den hätte man auch nicht. Und ich war ja auch der Meinung, wie der Mann hat in Lech die erste Schneeanlage gebaut und gesagt, das brauchen wir nicht, den Plätzchen. Ich war derselben Meinung. Ich habe gesagt, bei uns schneit es ja jeden zweiten Tag, was brauchen wir das? Ne? Aber dann hat sich der Skisport so entwickelt und auch die Frequenzen bei den Seilbahnen, dass es sehr bald herausgestellt hat, sogar in Zürs und in Lech beschneit man. Ne? Also in Höhenlagen 1800, 2000 Meter. Also mit dem Naturschnee geht es eben leider nicht mehr. Große Rolle spielt, wann ist kalt. Sie brauchen nur ein paar kalte Tage und dann ist es erledigt. In Hinterstoder hat man große Pläne. Das Tagesskigebiet soll ausgebaut werden, sich zusammenschließen mit der nahen Wurzelalm, soll zu einem Wochendomizil werden, in dem die Gäste länger bleiben, mehr Geld in der Region lassen. Lokalpolitiker hoffen, dass der Investor das ermöglicht. Naturschützer laufen dagegen Sturm. Das Wettrüsten um Pistenkilometer findet mittlerweile fast überall statt. Es ist überhaupt, wenn man das so frech formulieren darf, out zu sagen, ich bin ein Winterskigebiet alleine. Wenn wir das nicht hätten, gab es nur eine Abwanderung im Tal. Ich sehe es insofern kritisch, da ja
die Erfolgsgeschichte des Wintersporttourismus zu Monokulturen in vielen Tälern geführt hat. Wir leben von dem. Wir haben keine Industrie. Es kann nirgends einer arbeiten. Es wird zur Seilbau oder zum Baumeister und in der Gastronomie. Mit der Tatsache, dass heute 60 bis 70 und manchmal mehr Prozent der gesamten Bevölkerungsstruktur in diesen Tälern vom Wintersport lebt. Wir brauchen das unbedingt, dass man den Ort erhält, dass man die in der Peripherie auch leben kann, nicht nur in der Stadt. Ein Niedergang oder eine Verflachung des Zulaufes an Kunden kann volkswirtschaftlich, regionalwirtschaftlich Katastrophen auslösen. Wir wollen nicht nur wachsen, wir müssen wachsen. Es geht um das, dass wir unsere Jugend in Hinterstadt auch binden können, dass die Betriebe übernehmen. Wir brauchen ein paar Hotels, wir brauchen Betriebe, wir brauchen Betten, wir brauchen Einrichtungen. Das brauchen wir. Ich glaube, die Grenzen des Wachstums sind auch in diesem Bereich erreicht. Skilauf als Volkssport ist eigentlich Vergangenheit. Wenn Sie an die Nachwuchspflege denken, die in meiner Zeit stattfindenden Skikurse finden nicht mehr statt. Das ist eine Entwicklung in nur einer Generation, die uns zu denken geben muss. Der Migrationsanteil in den Schulen ist so hoch, dass wir Bevölkerungsschichten in der Ausbildung haben, die mit Ski- und Wintersporttourismus nie im Leben zu tun hatten, auch deren Eltern nicht. 60% der Österreicher sagen heute, Skifahren mache ich nie. Und die spielen halt Fußball oder machen andere Sportarten oder können sich schlicht und einfach, wenn man die Einkommenverhältnisse des Durchschnittsösterreichers anschaut, die meisten Skiurlaube nicht mehr leisten. Wir sollten uns also nicht um die Tourismusgäste im Winter von morgen, aber über den Nachwuchs beim Skilauf insgesamt für übermorgen sehr wohl Gedanken machen. Dass alle Österreicher Ski gefahren sind, hat es nie gegeben. Das war vielleicht eher ein romantisiertes Bild. Und was auch interessant ist, dass vor 125 Jahren noch überhaupt kein Österreicher Ski gefahren ist. Wir fahren. Wir fahren. Schwierige Saison, aber wir fahren. Wir hätten uns ein bisschen mehr Schnee erwünscht. Dann wäre es ein bisschen leichter gewesen. Oft war der Sessellift der Lammeralm nicht in Betrieb. Auch während der Ferienwoche der Wiener stand er still. Das Wetter war schuld. Zu viel Regen, zu viel Sonne. Wenn man runterschaut ins Tal, da ist halt ein wunderschöner Sommertag. Ein toller Sommertag und dann wenig Schnee, das ist nicht unbedingt die Idealvoraussetzung für ein Skigebiet. Das merkt man. Punkt. All die Bemühungen, Pläne, Träume, Schnee von gestern. Dennoch versucht man es mit Zweckoptimismus. Der Ganze ist ja noch nicht zu Ende. Also ein paar Wochenende haben wir noch vor uns. Ja, das gehört zum Geschäftsleben dazu, dass man mal ein negatives Jahr hat. Aber grundsätzlich tut es meiner und unserer Stimmung gar nichts eigentlich. Es ist kein Klimawandel, es ist die Witterung. Nein, Klimawandel ist immer ein Thema, das ist gar keine Frage. Aber wir sollten die Saison ernst nehmen, aber nicht panisch reagieren drauf. Und wenn man das als das große Zeichen des Klimawandels hernehmen würde, dann müsste man jedes Skigebiet in Österreich zusperren. Da brauchen wir uns nichts vormachen. Zu Saisonende dann noch Konflikte mit benachbarten Grundstückseigentümern. So haben sich die Quereinsteiger das nicht vorgestellt. Ja, wir machen jetzt Wanderbetrieb, Skibetrieb ist aus. Man kann nur aus dieser Situation das Beste draus machen. Das Glück währte in Puchberg am Schneeberg nur kurz.
ein Schneesturm Mitte Jänner, ein paar Tage Kunstschneepiste. Es waren nicht viele Großstadtkinder, die heuer hier Skifahren gelernt haben. Eine traurige Bilanz. Ohne Beschneiung ist bei uns eigentlich nicht möglich zum Skifahren. In der jetzigen. Aber man sieht es, mit Beschneiung funktioniert es auch nicht so wirklich. Wir sind immer noch das schneereichste Dorf der Welt. Im Westen ist von Saisonschluss noch lange keine Rede. Die Skigebiete in den Westalpen müssten sich eigentlich partnerschaftlich für die Nachwuchsförderung an Freizeitskiläufern in der Nähe der Großstädte bemühen. Die Nachwuchspflege muss mit Hilfe der großen Skigebiete in Nähe der Großstädte erfolgen. Die Branche konzentriert sich einstweilen auf anderes. Sie rüstet weiter auf. Mehr Kanonen, mehr Pistenkilometer. Das soll Kunden bringen. Die Zauberformel heißt Zusammenschluss. Der Mühls hat es schon getan. Zusammenschlüsse sind eine ganz wichtige Geschichte für die Skigebiete. Damit kann man nach außen hin Größe erzeugen, mehr Vielfalt, mehr Abwechslung und auch für die Landschaft. Also ein vertretbarer Schaden. Schneller, höher, weiter. Eine Risikospirale. Ich denke, dass man sagen kann, dass die Risikospirale eigentlich angefangen hat mit dem Bau des ersten Schleppliftes. Und sich von dann an immer weiter beschleunigt hat. Der Komfortanspruch ist total gewachsen die letzten Jahre, ja der Jahrzehnte. Früher war man mit Schlepplicht zufrieden, dann musste man auf den Sessel sitzen, dass man nicht mehr am Boden geschleppt wird. Inzwischen müssen die Sessel beheizt sein und schneller. Auf all diesen Wegen geraten Sie in Risikospiralen, aus denen es eigentlich keinen Ausweg zu geben scheint, weil es heißt immer wachsen oder weichen. Um jeden Preis kann man sicher nicht wachsen. Es gibt die Landschaft nicht her und geben die Regularien nicht her, die wir haben. Aber die Möglichkeiten, die in jedem Gebiet sind, wird man sicher versuchen, zum verstärkt auszunutzen. Es ist kein Ende abzusehen, wenn wir auf diesem Entwicklungspfad bleiben. Der Pfad hat am Arlberg begonnen. Eine Tageskarte kostet dort mittlerweile 52 Euro. Ich fürchte mich nicht für die Zukunft des Skisports. Der sogenannte Schneepapst von Lech muss sich bezüglich Schneesicherheit und Kundenfrequenz keine Sorgen machen. Die Skigebiete, die in den letzten beiden Wintern keine Probleme gehabt haben und vielleicht sogar eher gewonnen haben, die brauchen sich in den nächsten 20, 30 Jahren über den Klimawandel keine Gedanken machen. Die Klimaerwärmung im Winter, die findet eben nicht statt, bei uns jedenfalls. In einem Hochpreis-Skigebiet wie Lech muss auch die Qualität passen und solange die passt, werden die hohen Preise auch gezahlt. Es scheint so zu sein, dass in den Top-Destinationen eben von den Kosten, von der Qualität des Wohnens, von den Strukturen der Liftbetreiber, das zu einem Elitensport werden könnte oder bereits ist. In Österreich muss man aber schon im gleichen Atemzug noch erwähnen, dass unsere Infrastruktur sich in den letzten 30 Jahren zur besten Skiinfrastruktur der Welt entwickelt hat. Das heißt, die großen Skigebiete Österreichs, die fischen in der ganzen Welt. Unsere Aufgabe ist, das Skifahren so attraktiv zu halten, dass das Geld primär für den Skilauf ausgegeben wird. Aber der Preis ist natürlich auch, den die einheimische Bevölkerung zahlen muss, nachdem viele unserer Skigebiete in die globale Champions League aufgestiegen sind, dass sich die Preise etwas entkoppelt haben von den Einkommen. Das ist der Pferdefuß dabei. 210 war 420 Gramm. Das führt natürlich dazu, dass sich weniger Leute das Skifahren leisten können.
Es wird geforscht am Schnee von morgen. Und wer sich am Markt etablieren will, kommt an der Einschätzung der Schneeexperten von Lech nicht vorbei. Billiger soll er werden, effizienter. Einige in der Branche denken weiter. Nachhaltigkeit wird langsam zum Thema. Es geht jetzt nicht nur darum, dass wir effizienter in der Beschneiung werden, was die Volumina anbelangt, sondern wir müssen uns um die Ressourcen, die wir einsetzen, genauso Gedanken machen. Die Frage ist, schaffen wir es effizienter und schaffen wir es verantwortungsvoller? Wie soll er sein, der Maschinenschnee der Zukunft? Woher soll er kommen? Soll er weiter so viel Energie und Wasser verbrauchen? 30% der Verluste bei aktuellen Systemen ist nur Verdunstung und Verwehung. Das muss man sich einmal auf der Zunge zergehen lassen. Wenn man 50 Millionen Kubikmeter Wasser auf den Berg aufpumpt oder verpumpt in Österreich und 30% davon landen nicht in Form von Schnee auf der Piste. 16 Millionen Kubikmeter Wasser einfach weg. Wird der Kunstschnee von morgen daher flockig sein, gar pulverig? Wird er aus einer Wolke kommen, einer künstlichen, von Schneeforschern geschaffenen? Wir wollen den Skigebietsbetreibern ein Instrument in die Hand geben, dass sie aus einem Kubikmeter Wasser einfach mehr Schnee produzieren können. Oder zeigt gar Kitzbühel den Weg in die Zukunft? Mitten im Herbst wird in Kitz ein weißes Band verlegt, mit dem Kunstschnee der vorigen Saison. Einen riesigen Schneeberg hat man über den Sommer gelagert, abgedeckt und isoliert. Monate später wird der Kunstschnee zur Piste. Saisonstart 22. Oktober. Der Schnee von gestern wird zum Teil der Schnee von morgen werden. Und das spart Nerven und spart vor allem auch Kosten. Snowfarming ist eine geniale, aber auch recht einfache Erfindung, dass man sich fragt, warum wurde das nicht schon früher gemacht? Zeigt etwa Puchberg, wie es in Problemgebieten weitergehen kann? Die Beschneiung der Hauptpiste wurde eingestellt. Zu teuer, unfinanzierbar. Das hat der Eigentümer, die Verkehrsorganisationsgesellschaft des Landes Niederösterreich, entschieden. Wir probieren es jetzt auf den anderen Ort. Mit Schnee haben wir viel probiert. Und jetzt haben wir etwas Neues. Jetzt machen wir eine Mattenpiste, wo man eigentlich ganz Jahr drauf Skifahren kann, egal ob Sommer oder Winter. Es sollte halt nicht zu viel Schnee drauf liegen, aber da haben wir eh nicht so Probleme mit der Schneemenge im Buchberg. Die neue Hauptattraktion am Fuße des Schneebergs heißt Wunderwiese. Mit Weiß ist es vorbei. Grün ist eigentlich schöner für die Landschaft. Wie immer er aussieht, der Schnee von morgen. Für die Lammeralm kommt er zu spät. Über 200.000 Euro wurden in einen Traum investiert. Doch die Einnahmen konnten nur 10% der Ausgaben decken. Es ist quasi Betriebsschluss. Man wird jetzt die Anlagen, die Fahrnisse verwerten. Dann werden die Anlagen, die restlichen, wohl demontiert werden. Und es wird dann irgendwann so weit sein, dass man dass dort auch die Spuren des Skigebiets verschwinden werden. Es ist kein Naturgesetz, dass jedes Skigebiet, das in den 50er, 60er und 70er Jahren errichtet wurde, für immer bestehen bleiben muss. Das ist nur ein kurzer, günstiger Zeitpunkt gewesen, wo man auf jedem Hügel Österreichs ein Skigebiet errichten konnte. Kein Skifahrer weiß, was sich da alles unter dem Boden befindet. Alles gut versteckt. Alles ist weiß und wichtig ist weiß. Irgendwann wird der Zeitpunkt kommen, wo der Mensch nicht mehr Ski fährt. Und möge er noch Jahrhunderte oder Jahrtausende entfernt sein. Und die Verrohrungen in den Pisten. Alles das wird eine Weile herumstehen als Ruinen eines vergangenen Zeitalters. Das werden vielleicht Zeitzeugen einer Epoche des Skisports bleiben. Am Ende wird nicht viel übrig bleiben. Die Archäologen werden Spuren finden können.
meine Meinung, die nächste Eiszeit kommt bestimmt.